Apparatkörper lässt dich in dem Moment los, wenn er dich doch halten sollte. Vielleicht tut er dies Halten nur, weil du dich an etwas anderem festhältst. Dieser Gedanke zieht sich während dieser Abwesenheit durch meine Lichtblicke. Weil dem Kranksein das Beteiligtsein zum Opfer fiel. Ich gelobe Besserung und hebe die gekreuzten Finger zum Schwur. Ob ich das wirklich will, was ich tue? Der Verlust meines Körpers ist nun ein Indiz dafür. Für den Zusammenhang, den wir ergründen, belegen und ignorieren. Wenn wir die fiebrigen Finger noch immer gekreuzt halten und gehen. Die Perfektion, die ich erreiche, unterscheidet sich von der Perfektion, die ich erstrebe. Setze ich doch die Punkte so, wie ich es gelernt und verfehle dabei den Ort auf dem Papier, an dem ich mich treffen wollte. Auch ich drücke noch immer meine Mittelfinger gegen die Zeigefingerkuppe und gehe mit ausgerenkten Gelenken zur Tür. Setze ich die Punkte doch so, wie ich es gelernt und verfehle dabei den Ort auf dem Papier, an dem ich mich treffen wollte. Weil ich mich nicht treffen kann, liegt mein Punkt gekräuselt und krumm daneben. Nach einigen Stunden Ruhe gönnt sich mein Körper wieder Freiheit, die schlummernd überhitzt, während ich meine Konzentration auf außerichtliche Projekte wende.